Wölfe. Wie sind sie wirklich? Erbeißen sie und reißen ihnen die Eingeweide heraus. Sind sie Schmusetiere? Oder sind sie Monster? Sie sind präsent unter den Leuten. Und diese Präsenz wirft Fragen auf. Der Wolf kommt zurück. Er ist jetzt da und er wird da bleiben. Ein besonderes Tier fordert das Naturverständnis der Menschen heraus. Heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geht es einmal mehr um einen Wolf. In unserer Sendereihe «Netz Natur» probieren wir ja immer wieder aktuelle, wichtige Entwicklungen zwischen den Menschen und der Natur in einer Art Chronik zu begleiten, Hintergrundinformationen zu vermitteln. Und ums Vermitteln geht es in der heutigen Sendung ganz besonders. Denn die Auseinandersetzungen zwischen Wolfsgegner und Wolfsbefürworter, die sind hoch emotional und haben in der Schweiz extreme Formen angenommen. Bis in die hohe Politik. Wir haben festgestellt, dass es ganz verschiedene Arten gibt, den Wolf zu sehen. Und darum der Titel der heutigen Sendung «Die vielen Wölfe der Schweiz». Wir probieren herauszufinden, was es denn ist, wo die Gefühle einem Wolf gegenüber auslöst. So extrem positive und so extrem negative. Und ob es vielleicht eine Chance gibt, zwischen den beiden extremen Standpunkten zu vermitteln. Das braucht Verständnis für die eine und für die andere Seite. Sie werden aber in der heutigen Sendung vor allem etwas. Sie werden Menschen erleben, wo den Wölfen von außen, unseren Wölfen in der Natur von nachher begegnet sind. Das erste Licht von einem Sommertag im Juli, hoch über dem Val Chisone, etwa 40 km westlich von Turin. Der Stefano Pogliotto ist wieder einmal nicht in seiner Autokarosserie-Werkstatt, sondern unterwegs zu einer Wolfsfamilie. Das ist seine Leidenschaft. Das Filmen von Wölfen in der Natur. Seine Aufnahmen verdanken mir einen Einblick ins Familienleben von dem Tier, wo alle reden von ihm und wo niemand wirklich kennt. Das ist die eine Seite der Wölfe, ein verspieltes und liebevolles Familientier. Eine Schwester, die im letzten Jahr geboren ist, passt auf die Jungen auf, die dieses Jahr Ende Mai auf die Welt gekommen sind. Trotz dem Spiel ist sie immer aufmerksam. Aber der Mensch, der Stefano Pogliotto, der auf seinem Posten filmt, kennt sie am Geruch. Nur einmal hat ein Wolf im Gebüsch hineingeknurrt, weil er, ohne dass er es gemerkt hat, der Junge zu nachgekommen ist. Und das ist die Mutter dieser Wolfsfamilie, die ausdrückt, dass hier Ehrenfeier ist. Das wären also reale Bilder der wirklichen Wölfe Russen in den italienischen Alpen, die seit 1995 von dort und auch von Frankreich in die Schweiz einwandern, meistens übers Wallis. Und dann gibt es auch noch Wölfe, die seit 20 Jahren in Bern auftauchen, im Bundeshaus. Die Wölfe machen sich dabei über Schafe und Ziegen her, erbeißen sie und reißen ihnen die Eingeweide heraus. Die Nutztiere müssen qualvoll verenden. Und wir müssen heute konstatieren, dass eigentlich die größte Bedrohung für die Berglandwirtschaft nicht von der Strukturschwäche kommt, sondern von diesem Raubtier, weil die Bauern und Bäuerinnen nicht mehr bereit sind, weiterzuarbeiten unter solchen Bedingungen. Und der Impact ist klar, sie werden immer weniger Alpen bestoßen, sie werden eine Desertierung der Alpen haben und sie werden schlussendlich auch einen negativen Impact für den Tourismus haben. Ist Ihnen bewusst, dass durch die Wolfpräsenz zunehmend Alpen nicht mehr bewirtschaftet werden können? Aber für
die Bevölkerung und gewisse Teile der Bevölkerung komme ich manchmal das Gefühl nicht los, als wäre das wichtigste Thema eben der Wolf. Und zwar hüben wie drüben. Auf der einen Seite im Bereich der Landwirtschaft, aber auch im anderen Seite auf Seiten der Tierschützer. Der Wolf, der hat das gleiche Problem wie wir Politikerinnen und Politiker. Er hat ein Imageproblem. Und das ist wahrscheinlich auch historisch zu erklären. Wenn die Ausbreitung des Wolfes dazu führt, dass unsere Alpgebiete nicht mehr bewirtschaftet werden und unsere Berggebiete einen weiteren Abwanderungsschub erleben, nicht zuletzt darum, weil sich die Kinder nicht mehr alleine in die Schule trauen, dann haben wir nicht nur sehr unverhältnismäßig, sondern staatspolitisch naiv gehandelt. Es wurde ja Kritik geübt, dass die Verwaltung, der Bundesrat, diese Problematik nicht ernst nehme. Ich bin jetzt 5,5 Jahre Vorsteherin des UVEC und ich hatte in dieser Zeit, glaube ich, 4 Sessionen ohne Wolfsdiskussion. Das ist unsere Realität. Widerstand organisiert sich in den Bergkantonen. Es entstehen verschiedene Vereine, die die Grossraubtiere wieder wegkommen aus der Schweiz. Links der Roger Brunner, SRF-Korrespondent im Wallis, mit dem Co-Präsident vom Verein gegen die Grossraubtiere, dem Schorsch Schneidrig. Schorsch Schneidrig, was bezweckt der Verein Lebensraum Schweiz ohne Grossraubtiere? Es ist ein Verein, der sich hier für die Anliegen von der betroffenen Bevölkerung, von der Landwirtschaft, vom Tourismus und auch von der Jagd. Und wir sind der Meinung, dass das Zusammenspiel zwischen den Grossraubtieren und diese Zivilisation hier auf der jetzigen Gesetzgebung im Moment nicht funktioniert. Die Umsetzung ist klar, wir brauchen den Ausschluss der Berner Konvention. Wir müssen nachher die entsprechenden Vorbehalte anbringen, wo einerseits man sagt, so die ganze Jahre Beobachtbarkeit. Und dann werden wir bald einmal das Problem in der Schweiz in den Griff bekommen. Wolf jederzeit zum Abschuss frei und Austritt von der Schweiz aus der Internationalen Konvention für Artenschutz der Berner Konvention. Eine Forderung mit dem Ziel, die Wölfe wieder auszurotten im Land. Präsident des Vereins für die Wölfe ist David Gerke, Geograf und im Sommer Schafhirt auf der Alp, und er ist auch Jäger. Barbara Gollwitzer vom Netz Naturteam will von ihm wissen, was bezweckt der Verein Gruppenwolf Schweiz? Gruppenwolf Schweiz ist der Meinung, dass der Wolf Bestandteil der einheimischen Fauna ist, die das Lebensrecht hat. Und wir versuchen zu vermitteln und aufzuzeigen, dass der Wolf ein sehr wichtiger Teil der Natur ist, dass er als Spitzenprädator in unser Ökosystem gehört und dass die einheimischen Tiere wie Reh, Gämsi und Wolf den Wolf auch brauchen. Der Wolf bewegt also tatsächlich die Gemüter in der Schweiz. Dabei kann die Romantisierung der Wölfe groteske Formen annehmen, wo gewisse Leute geschickt beide Seiten der Wölfe, auf der einen Seite das wilde Tier, das blutig Beutetier rissen, und auf der anderen Seite das fürsorgliche Familientier, geschickt gegeneinander ausspielen und die Wölfe dazu missbrauchen, um sich selber öffentlich interessant zu machen. Zum Beispiel auf der Internetplattform YouTube. Von den grossen Emotionen wieder zurück zu unseren Wölfen in der freien Natur von der Schweiz. Wo steht die Wiederbesiedlung von unserem Land durch den Wolf heute? Wo gibt es neben dem Gebiet vom Kalander sonst noch neue Wolfsfamilien? Wenn Sie das interessiert, dann gehen Sie am besten auf die Homepage vom CORA. Das ist die Forschungsstelle, die hauptsächlich vom Bund finanziert wird, wo Wissenschaftler alle wichtigen Informationen von den grossen Beutegreifern, vom Luchs, vom Bär und vom Wolf, zusammentragen. Hier jetzt Karte 2012. In diesem Gebiet, im Gebiet vom Kalander, die Wolfsfamilie, die sich formiert. Dann hat es im Tessin einen Wolf, der mehrfach beobachtet wird. Wolfsaktivität auch im Wallis, im Mittelwallis, dann Freiburg und im Gebiet zwischen Bern und Luzern. Dann die nächste Situation. Eine deutlich stärkere Aktivität aus dem Kalandergebiet. Und zwar sind das die Jungwölfe, die sich ausbreiten. Ganz besonders interessant ist der Wolf hier in Gambarogno im Tessin, der dort von einem Zug überfahren wird. Der Wolf hat man aufgrund von Genanalyse als Jungwolf bestimmt, der aus dem Kalander abgewandert ist. Dann 2014
wieder die Kernregionen, die vorher schon grosse Wolfsaktivität hatten, viele Sichtungen, das sind die grünen Punkte, Vorstöße bis in die Nähe der Städte, auch ein galanter Wolf, hier Beschlieren von einem Zug überfahren. Und 2015 dann eine Konzentration im Wallis, wo sich eine neue Wolfsfamilie konstituiert. Ein erster Nachweis von Jungwölfen von einem Paar im Valermo-Robbia, ganz im Südosten vom Tessin. Und schließlich hier immer wieder das Kerngebiet der ersten grossen Wolfsfamilie im Galanda-Gebiet. Und dann 2016, hier in der Augsburg-Region, dieses Jahr auch das erste Mal Junge. Das hier der Vater dieser Familie im Wallis. Alles Nachweis mit Jungtier. Aber die vielen Punkte bezeichnen Beobachtungen häufig von den gleichen Tieren und nicht Anzahl Wölfe. Man schätzt dort in der Schweiz zwischen 30 und 50 Wölfe. Wie ist das aber, wenn man draußen in der freien Natur plötzlich einem so einem Wolf Auge in Auge gegenübersteht? Um auch sie einmal zu sonnigen Begegnungen mitzunehmen, haben wir die italienische Biologin Lara Bassu gebeten, mit dem Stefano Pogliotto, der die Wölfe regelmäßig filmt, ein Gespräch zu führen. Zumindest im Wolfsgebiet in der Nähe von Turin, etwa 140 km südlich von der Schweizer Grenze. Wolfsspuren aus der letzten Nacht auf einem Resten Schnee neben den Schuhabdrücken von Menschen. Alltag in den Bergen vom Piemont. Zur Vorbereitung von diesem Interview hat Lara Bassu Aufnahmen von Stefano angeschaut und fragt ihn jetzt zur Geschichte dazu. Le tue bellissime immagini, zum Beispiel zu den schönen Bildern vom Wolf, wo geschlafen haben. Was dort passiert sei? Cosa succede? Er hat aus seiner Position nur zwei Ohren gesehen, die vorgeschaut haben und ein bisschen von den Augen ein Wolf. Was er jetzt soll machen, hat er gedacht und hat dann ganz fein gekühlt. Er hat aufgeschaut. Dann sind er aufgestanden und hat ihn ins Visier genommen. Aber er sei hinter einem grossen Felsen versteckt gewesen. Und der Wolf hat nicht verstanden, was ihn denn hier geweckt hat. So sei er eine ganze Weile geblieben. Dann hat er sich wieder aufgerichtet und zwei Schritte in seine Richtung gemacht und hat sich wieder angelegt, aber hat immer in seine Richtung geschaut. Dann ist er wieder aufgestanden und ist immer noch nicht rausgekommen, was da sei. Dann hat der Wind das Tor von seinem Fall auf dem Rücken aufgestellt. So konnte er schöne Aufnahmen machen. So sei er etwa eine halbe Stunde geblieben, dann hat er sich vielleicht gedacht, da stimmt mir etwas nicht ganz. Hat er gedreht und sei davon. Es ist eindrücklich, wie vieles der Ausdruck von dem Wolf zu sagen hat. Sein durchdringender Blick zwischen forsch und ängstlich. Denn seine Unsicherheit mit dem Gähnen oder auch der Abgang mit dem eingezogenen Schwanz. Das zeigt, wie viel mehr Menschen von der Mimik der Wölfe verstehen, wie nicht ganz zufällig auch die von unseren Hunden. Und völlig anders als bei einem Kamel oder bei einem Krokodil. Und wenn die Wölfe auch Zähne haben, um grosse Beutetiere zu töten, einen Hirsch oder auch einen Schaf, um sie nachher zu essen, macht uns das Angst, das verunsichert uns. Und mit dieser Angst verbunden ist auch die Befürchtung, dass sich die Wölfe, wenn man sie hört, uferlos vermehren könnten. Und schließlich auch
und das Menschen bedrohen. Dass aber die grosse Vermehrung bei den Wölfen in der Natur nicht passiert, für das sorgt ein verstaunliches System. Die Wölfe haben nämlich über ihr Verhalten eine regelrechte Familienplanung. Wenn diese Familienplanung funktioniert, sieht man bei der Wolfsfamilie am Galanda. Die Wölfe finden dort weite Wälder, unwegsame Felsgebiete und grosse Wildbestände. Hier Reh und Hirsch gerade nebeneinander. Und hier ein Hirschstier nach dem Geweihabwurf im Frühling. Die Gämsen am Galanda haben ihr Verhalten an Wolf angepasst und bleiben beieinander in der Nähe der Felsen. Per Zufall hat der Hobbyfotograf Urs Steger im Spätsommer 2015 grosses Glück gehabt. Seinem diese Aufnahmen von halbwüchsigen Jungen gelungen. Ein seltenes Dokument. Das Netz-Natur-Team hat sich zurückgehalten mit Filmen, um die Wölfe und das Schalenwild im Gebiet nicht zu stören. Wir haben aber mit der Wildhut zusammengeschafft, die Videofallen aufgestellt hat. Das ist die ganze Familie in einer Nacht im Spätherbst. Von den Darmzellen im Kot kann man die DNA bestimmen und so analysieren, welcher Wolf da war. Urin am Ende des Winters, wo ein bisschen Blut drin hat, verrotet, weil ein Weibli paarungsbereit ist. In der Wolfsfamilie hat nur ein Weibli, die Mutter von allen, die hier vorausgeht, Junge. Sie lässt nicht zu, dass noch andere Weibli in diesem Rudel, meistens ihre jungen Töchter, Nachwuchs haben. So konzentriert sich die ganze Familie aufs Aufziehen von einem Wurf und sie ist sichergestellt, dass es nicht mehr Wölfe gibt, als ein Gebiet ernähren kann. Das Gebiet hier am Galanda-Beispiel wird als Rudelterritorium gegen andere Wölfe rigoros verteidigt. In diesem Fall ist es rund 250 Quadratkilometer groß, etwa die Grösse vom Kanton Zug. Im Zentrum eines Rudels steht ein Paar, das häufig zusammen ist fürs Leben. Ende Mai kommen Junge auf die Welt, zwischen 2 und 7. Die wachsen dann durch den Sommer auf. Auf den Winter sind sie dann fast so gross wie ihre Eltern, die sie zum Lehren auf der Jagd begleiten. Sie haben aber noch das dicke Jugendfell. Die Eltern paaren sich wieder im März und im Mai kommt der nächste Wurf auf die Welt. Die Jungen aus dem Vorjahr helfen bei der Aufzucht mit, spielen mit den Kleinen und passen auf sie auf, wenn die Eltern weg sind. In einer Wolfsfamilie geht es häufig fein und freundlich zu und Alt und Jung sind immer wieder sehr verspielt. Nur in engen Gehegen haben die Wölfe einen Haufen Spannungen und Stress. Die Bilder von Stefano Pogliotto zeigen, wie das im Freiland völlig anders ist. Gegen Herbst wandern die grossen Jungen aus in alle Richtungen, manchmal über hunderte von Kilometern. Das sind die Wölfe, die aus Frankreich und Italien zu uns gekommen sind. Die Verluste auf diesen Wanderungen in unbekanntes Gebiet sind riesig. Geraten sie in fremde Territorien, werden sie meistens verjagt oder vom Residenten Rudel umgebracht. Dass geschlechtsreife Jungwölfe ausziehen, sorgt dafür, dass es in der Familie nicht zur Inzucht kommt. Der Schlüssel von dieser Familienplanung bei den Wölfen ist, dass wirklich nur ein Weibli, die Mutter, Junge hat. Sie und der Vater heben das Rudel zusammen und verteidigen das Revier. Die Mutter lehrt den Jungen, welche Beute das man jagt. Ob eher Wildtier oder Schaf. Das Weibli vom Kalanderrudel geht offenbar kaum auf Schaf und damit auch die Jungen selten. Er habe ja bei seinen Exkursionen auch schon tote Wölfe gefunden, sagt Biologin Lara Basso zum Stefano Pogliotto. Die Wölfe werden gewildert, sagt der Stefano. Es sind die häufigste Todesursache der Wölfe. Häufig sind auch, dass sie unter ein Auto kommen. An einem Morgen im Winter siegen sie einer Wolfsspur nach und diese Spur haben sie zur Stelle geführt, wo die Wilderer ein Kadaver von einem Wolf versteckt haben. Sie siegen der Spur von einem anderen Wolf nach und siegen dort angekommen. Als sie umgeschaut haben, haben sie ein bisschen weiter oben einen Hochsitz entdeckt, wo Jäger ansitzen, zum Hirsch oder Gämsen schiessen.
Und sie haben angenommen, dass der Wolf von dort geschossen worden sei. Das auch darum, weil der Kopf und der Schwanz gefällt haben, wahrscheinlich mitgenommen als Jagdtrophäe. Und es war wirklich interessant, dass sie einen anderen Wolf hier angeführt haben. Wilderei ist ein grosses Risiko für die Stabilität des Reviersystems der Wölfe. Meistens verwünschen die Wilderer zwar mit ihren Fallen, mit ihrem Gift oder mit ihren Abschüssen junge, unerfahrene Tiere. Wenn aber in einem solchen Familienterritorium die falschen Wölfe getötet werden, zum Beispiel die vom älteren Paar, dann wird das Revier nicht mehr verteidigt. Es dringen von allen Seiten Wölfe ein, die unterwegs sind. Und man hat plötzlich viel mehr Wölfe pro Fläche, die entsprechend mehr jagen und fressen. Stabile, gut besetzte Familienterritorien, die effizient verteidigt werden, sind also die beste Garantie für eine beschränkte Zahl von Wölfen. Wölfe sind wichtig für ihre Beutetiere. Bei hohen Wildbeständen, wie heute in der Schweiz, hat eine Wolfsfamilie in ihrem Territorium zahlenmässig wenig Einfluss auf den Bestand des Wild. Aber umso mehr auf die Fitness. Die Hirsche messen sich im Geweihkampf. Wenn es Tote oder Verletzte gibt, treten die Wölfe in Aktion. Überall, wo es Wölfe hat, sind die Geweihe der Hirsch deutlich grösser und schwerer. Der Kopfschmuck der Hirsch ist eine Anpassung an die Find. Mit dieser Waffe halten sie einen Wolf beim Angriff auf Distanz. Wo es Wölfe hat, passen die Hirschkühe immer auf. Die Wölfe beeinflussen die Verteilung der Huftiere und verhindern, dass grosse Gruppen lange Zeit am gleichen Ort sind. Die Bewegungen des Wild sind günstig für den Wald und reduzieren die Schäden am Jungwuchs durch Verbiss. Das gilt auch beim Reh, der im Wolfsgebiet weniger in die Höhe geht, sondern dort bleibt, wo sich im Unterholz verstecken kann. Das Reh ist auch nicht angepasst an die Orte, wo es einen Haufen Schnee gibt. So sorgt der Wolf dafür, dass jede Art in ihrem optimalen Lebensraum bleibt. Die Gämsen zum Beispiel gehen, wo es Wölfe hat, kaum mehr weit in den Wald, sondern bleiben bei den Felsen, wo sie einem Wolf klar überlegen sind. In den Piemonteser Alpen gibt es einen Haufen Wildzeug. Die Alten haben vom Wolf kaum etwas zu befürchten, aber die Jungen. Eine alte Sau sichert nach hinten ab gegen den Angriff der Wölfe. In vielen Gebieten in Italien reduzieren die Wölfe die Schäden der Wildzeug in der Landwirtschaft. Wo Wölfe ihre Beutetiere nicht ganz auffressen, decken sie den Tisch für andere, für Kohlgraben oder für Geier. Oder auch für Bären, wenn es die gibt. In strengen Winter räumen die Wölfe auf. Sie haben einen Haufen zu fressen. Kadaver oder schwache Huftiere, die leicht zu verwutschen sind. Auch die Steinadler profitieren von den Winterabgängen. Und natürlich auch der Fuchs. Und auch die Lawinenopfer unter den Huftieren sind für die Wölfe ein gefundenes Fressen. Hier bei Barkis erzählt der Wildhüter Claudio Spadin, der einen Teil des Wolfsgebiets betreut. Genau, ich bin hier über das Board raufgekommen und der Riss ist hier vorne. Was ist das? Das war ein Gamsriss. Ja. Und was ist denn passiert? Dann hat er mich natürlich bemerkt. Mhm. Dann hat er mich angeschaut und ich ihn. Und gemacht hat er eigentlich nichts. Er hat einfach seine Beute bewacht. Mhm. Das heisst, es war sehr nah in diesem Moment? Ja, die Distanz ist etwa 8 Meter, was wir nachher ausgemessen haben. Von mir bis zum Wolf. Mhm. Aber er hatte keinen Moment Angst gehabt. Ich oder er? Ihr? Nachher ist er oben, wo die Stude jetzt ist. Dort ist er gestoppt geblieben und hat die Situation von oben runter angeschaut. Mhm. Dann konnte ich eine Kamera führen und dann konnte ich ihn filmen, wie er hier oben im Wald verschwunden ist. Vom Wildhüter zum Forscher. Der Konrad Gessner hat 1583 in seinem Tierbuch präzise Beobachtungen von Schweizer Wölfen beschrieben. In Graubünden und im Rheintal haben es besonders grosse, schwarze Wölfe gegeben. Und die Eidgenossen haben allgemein alle Wölfe gejagt, bis man sie erlegt oder vertrieben hat. Die Findschaft gegen die Wölfe ist das eine. Die Freundschaft mit ihnen ist etwas anderes. Im Kloster St. Johanns Müsteier ist ein Wolf ordentlich bestattet worden, der offensichtlich jahrelang im 17. Jahrhundert zusammen in diesem Kloster gelebt hat. Und dann der Wolf als Bestie. Die Bestie von Gévaudan soll in Frankreich um 1765 gegen 100 Leute umgebracht haben, bevor man sie dann schliesslich geschossen hat. Es hat in früheren Jahrhunderten Werwölfe gegeben, Menschen, die sich in Wölfe verwandeln. Wahrscheinlich Perverse, die Kinder oder Frauen auf dem Land missbraucht und damit sie schweigen, getötet haben.
Das soll der Wolf gewesen sein. Oder Menschen, die von tollwütigen Wölfen gebissen worden sind und sich selber dann wie Wölfe verhalten haben. Der Wolf als Feind vom Mensch, der arme Leute noch ärmer macht, der sich in Zeiten von der Pest oder von Krieg vermehrt und mit Hunden vermischt und im zerstörten Land zur Plage wird. Berühmt ist die Wolfsplage, wo der Armee vom geschlagenen Napoleon aus Russland nachgezogen ist. Wölfe, die an Leichen gefressen und jede Scheuch vom Mensch verloren haben. Das war der Grund für die Ausrottung der Wölfe. Die finsteren Zeiten sind vorbei. Die Wölfe von heute finden in der Natur ihr Futter und greifen keine Menschen an. Aber sie haben doch im Langzeitgedächtnis der Menschen in den Bergen verhängnisvolle Spuren hinterlassen. Was für ein Unterschied zu früher, wenn der Claudio Spatin erzählt. Ihr habt eigentlich ganz nach einen Wolf gesehen. Was ist dir passiert? Ja, da war ich auch im Gebiet unterwegs. Bin einmal so ein bisschen nachgelaufen. Und zumal hat der Hund mir etwas gezeigt. Oder ich habe gemerkt, es muss etwas in der Nähe sein. Ich habe dann genauer geschaut und habe dann zumal gesehen, wie auf dieser Distanz, etwa so 25 Meter, ein schlafender Wolf. Dann habe ich gefilmt. Relativ lang, habe mich dann bemerkbar gemacht mit Pfeifen. Er hat mich dann bemerkt oder bemerkt, er hat mal etwas gehört. Er hat einen Moment aufgelogen und hat dann den Kopf wieder runtergetan und hat weiter geschlafen. Und dann, was ist passiert? Dann hat sich das Spiel so wiederholt, zwei, dreimal, bis er schlussendlich dann zögerlich aufgestanden ist und im Wald verschwunden ist. Der junge Wolf ist auffällig mager. Die Wildhut hat ihm ein Senderhalsband angelegt, weil er immer wieder in der Nähe der Bauernhöfe nach Futter gesucht hat. 2016 ist er im Kanton Schweiz aufgetaucht. Dort hat man nur noch seinen Sender gefunden. Seine Spur hat sich verloren. Dort, wo es Wölfe und Schafe auf den Alpen hat, muss man sie schützen. Für das gibt es spezielle Schutzhunde, einen Wolfsschutz, der in Süd- und Osteuropa seit Jahrhunderten gut funktioniert. Der Profischöfer Markus Niffeler erzählt, wie gewitzt der Wolfspaar ist in seinem Gebiet um die Kaiserecke im Kanton Freiburg. Nein, gesehen habe ich noch nie. Also gespürt. Nur wegen den Hunden merkt man es eigentlich hauptsächlich. Also, der kommt nicht an, wenn ich hier stehe, oder? Der kommt irgendwie mit der Nacht, 11, 12, 1, so. Ja, in der Schweiz ist ja, wenn man einen Ort ein bisschen abwehren kann, mit den Hunden geht er am nächsten Ort her. Also, da ist er ja auch mal. Oder? Er hat ja ein paar in Schweizer. Von dem her spielt es glaub, keine grosse Rolle mehr, auf welcher Alp das ist. Wenn man kann, kann man ein bisschen schützen. Aber hundertprozentig ist es eh nicht. Oder? Dann sind noch Touristen, die sich belästigt fühlen oder bedroht, oder wie man so sagen will. Der Schäfer kann die Hunde wegen der Touristen nicht immer laufen und so hat er 2016 um die 40 Schafe an die Wölfe verloren. Auch im Tessin ist es nicht einfach für Betriebe, die Schutzhunde haben. Deva Cotticottini hat mit ihrem Mann 200 Geissen in der Leventina. Weil der Wolf Geissen geholt hat, haben sie Schutzhunde eingesetzt, gegen einen Haufen Widerstand. Die Milena Kessler will wissen für Netz Natur. Was sind die Erfahrungen, die ihr mit den Herdenschutzhunden gemacht habt? Also am Anfang, so der Start, war schon ein schwierig, vor allem eben mit den Leuten vom Dorf, mit den Nachbarn, mit anderen Bauern. Aber die Hunde waren super, sie sind auch mehrmals getestet worden auf die Aggressivität. Ja. Und sie haben immer ein sehr gutes Charakter gezeigt. Ja, ja, ja. Ja. Was war denn das Problem mit den Leuten im Dorf? Einfach, es hat so Leute, die einfach zu geschlossen sind auf die Idee, dass man mit Herdenschutzhunden arbeitet. Mhm. Weil sie sagen, ja, wenn du als Bauer zum Herdenschutz ja sagst, dann bist du für einen Wolf. Mhm. Und sie haben einfach nicht Interesse gehabt, den Hund zu kennenlernen. Mhm. Wir haben auch so Tag der offenen Tür gemacht. Und eben, es hat einfach Leute gehabt, die sich gar nicht, die immer reklamiert haben, aber dann auch nie kamen und sich nicht interessiert haben. Ja, ja. Anders sieht das aus auf der Alp Trien, im Einzugsgebiet der Kalanda-Wölfe. Seit 2012, als wir dort gefilmt haben, klappt der Herdenschutz recht gut. Und es gibt bei über 1000 Schafen kaum Verlust an die Wölfe. Insgesamt macht man dort, wo die Schafhalter und die Hirten die Schafe wirklich schützen wollen, gute Fortschritte und lernt immer mehr dazu. Effizienter Herdenschutz ist auch dort möglich, wo Wolfsfamilien leben. Von den über 4'000 Schafen, die jedes Sommer abstürzen, vom Blitz erschlagen werden oder durch einen Steinschlag oder sich einfach so verlaufen, fallen nicht einmal 10% der Wölfe zum Opfer. Herdenschutz bedeutet zwar einen grossen Aufwand und braucht darum Unterstützung,
Aber das kommt letztlich an der Schaf zu gut. Ein gewisser Jäger hat ihre Liebe mir mit Wölfen. Durch einen Abschuss von einem Hirsch bei Buffalo an der Grenze zum Schweizerischen Nationalpark. Dass die Wölfe den Jäger das Jagdwild wegfressen, ist nie ein Problem, wo die Beutegriffer in stabilen Rudel leben. Aber die Frage stellt sich schon, ob die Jäger mit der Gewohnheit, die Eingeweide von einem geschossenen Tier einfach liegen zu lassen im Wald, nicht dazu beitragen, dass sich die Wölfe, die sich hier nicht zweimal bei den Löhnen daran gewöhnen, das Futter mit dem Menschengeruch zu verbinden und dann die Scheuch verlieren, vor allem die Jungen. Nicht um sonst, soll man ja Wölfe auf keinen Fall füttern. Bedenken beim Zusammenleben zwischen Wolf und Mensch gibt es vor allem, wo es wild, wo die Beutegriffe davon leben, im Winter in die Nähe der Menschen kommt. Der Arist Hefelin, selber Jäger und Naturfreund, hat Wölfe in dieser Gegend beobachtet, wenn sie bei Unterfahrt am Rand des Dorfes vorbeiziehen auf dem Weg in den Wald. Wolfsspuren neben dem Dorf. Kein Wunder, dass sie da sind. Das Wild findet in der Ebene bei dem alten Heudepot noch bei den Bauernhöfen willkommenes Futter. Logisch, dass dann auch die Wölfe da sind. Und wenn man dann nicht Acht gibt, Kompost, fressbare Abfall oder Katzenfutter draussen rumstehen lässt, kann das auch für junge Wölfe, die neugierig sind, halt attraktiv sein, zur Nacht, wenn niemand rum ist. Wenn die Menschen das nicht wollen, können die Leute viel dazu beitragen, dass nichts rumliegt, was neugierige Jungwölfe könnte interessieren. Also da war eine Person, die gewartet hat auf das Postauto, ist hier unter dem Vordach gestanden. Man hat plötzlich gesehen, wie oben über den Fußgängerstreifen ein Wolf kam. Dann hier die Straße nach vorne, hier an ihr vorbei und da das Gässchen verschwunden ist. Und die Person hat Angst gehabt? Hat sie nicht gesagt. Sie hat nicht gesagt, dass sie Angst hatte. Das sei einfach eine spezielle Beobachtung. Auf was für eine Distanz ist das ungefähr? Also die minimale Distanz zu dieser Person sind 3 Meter. Mhm. Ich stelle mir vor, dass der Wolf oben im Dorf am Jagen war und unter das Dorf liegen wollte. Mhm. Für das musste er natürlich durch das Dorf laufen. Eine Unterfahrt, wo 2013 die Wölfe noch ans Dorf gekommen sind, haben wir die Schüler und Lehrer Marco Maffie interviewt. Ich habe jetzt nicht so große Angst, wenn ich allein draußen bin, weil ich weiss, die sind schücher als schücher gegenüber Menschen. Ja, aber jetzt sind sie auch nicht gewöhnt. Ja, ich weiss nie, wie zu Respekt, aber also Angst jetzt, ja, nie unbedingt. Das ist jetzt halt etwas, wo wir keine Erfahrung haben damit. Dann ist vielleicht auch mal eine Angst vor dem Unbekannten, in erster Linie. Aber grundsätzlich weiß man ja, dass es eigentlich keine Gefahr ist und dass man keine Angst haben muss. Und das wissen alle Leute. Aber wenn jemand Angst hat in der Höhe, kann man dem auch sagen, du, da ist ein Geländer ringsherum, du musst keine Angst haben. Angst ist vielleicht etwas, was man nicht so fassen kann, wo man den Leuten auch nicht so ringen kann. Nee. Eine Fasnachtsgesellschaft hat die Wölfe in der Umgebung mit Humor genommen und willkommen geheißen. Aber wie sieht das heute aus, mit 3 Jahren mehr Erfahrung mit den Wölfen? Vor 3 Jahren hat ihr mit der Schulklasse Thema Wolf durchgenommen. Was hat sich in der Zwischenzeit verändert? Es hat sich insofern verändert, dass es eigentlich viel ruhiger geworden ist um den Wolf. Es ist nicht mehr so ein Thema in der Bevölkerung. Und es sind vielleicht die Kreise, die darüber reden, wo der Wolf irgendwo zu sehen bekommen oder indirekt zu sehen bekommen. Das sind vielleicht das ist Landwirtschaft und das sind die Jäger, würde ich sagen. Jetzt seid ihr selber mal im Wald und habt eine Beobachtung gemacht. Was war das? Ich habe gehört, am Abend, wo es schon mitdunkel gsi ist eigentlich so im Wald war es schon relativ dunkel gsi, habe ich auf einen Sitz willen und habe unter mir der Wolf gehört heulen. Wie weit weg ist schwierig zu einschätzen, aber ich würde sagen vielleicht bei 200 Meter von mir weg in meine Richtung. Wie war der Moment gsi? Ja, es ist ein spezieller Moment. Wenn man das erste Mal wieder hört, ist es halt etwas Neues und es macht auch ein bisschen Angst im ersten Moment. Und dann kommt aber sofort auch wieder die Vernunft, die sagt, es ist kein Problem und da kann und wird nichts passieren. Aber es ist anders, als wenn man
Vögel gehört pfeifen. Im Wallis oder im Tessin ist die Stimmung um die Frage der Wölfe nicht so entspannt. Ein kleines Beispiel aus Aquarosa im Pleniotal, wo die Lehrerin Irene Bassetti Netz Natur erzählt. Was haben Sie bei Ihren Schülern festgestellt bezüglich dem Wolf? Also da ist mir ein Ereignis in Erinnerung geblieben. Und zwar, als ich einmal eine Umfrage gemacht habe, also den letzten Schultag bei meinen Schülern, wie sie die Zukunft im Pleniotal sehen, was sie gerne wettet und was sie nicht wettet. Und unter anderem Sachen, sehr persönliche Sachen, sehr Sachen oder auch Sachen, die mich die Allgemeinheit betreffen, ist dann auch herausgekommen, dass einige gesagt haben, wir wollen den Wolf nicht. Und für mich, als ich in einer städtischen Umgebung aufgewachsen bin, ist das natürlich noch eindrücklich gewesen und das ist mir geblieben. Ja. In drei Gesprächen wollen wir jetzt der Frage nachgehen, was denn hier abgeht zwischen Wölfen und Menschen. Zuerst mit dem Jörg Brosi, dem Chef vom Amt für Jagd und Fischerei in Chur, wo das Graubünden zuständig ist für die Wildtiere. Wie ist die Akzeptanz in der Bevölkerung in der Zwischenzeit? Der allgemeine Trend ist natürlich der, dass die Bevölkerung sehr gespannt war. Das war eine völlig neue Situation, ein Wolfsrudel hier in diesem Gebiet zu haben, wo regelmäßig im gleichen Raum eigentlich lebt, wo die Bevölkerung sich auch aufhalten tut, wo bis an die Dörfer hergekommen ist, wo man das Wolfsrudel hört heulen. Das ist etwas Neues für jemanden oder eine Bevölkerung, die seit Generationen keine Wölfe mehr hatte. Da ist man natürlich von einem Worst Case ausgegangen, wo man damit gerechnet hat, dass das vielleicht auch Übergriff gibt auf die Bevölkerung. Das ist alles nicht eingetreten. Also diese Situation hat sich das Wildtieren so auf einer Zeitachse ein bisschen entspannt. Also ich glaube, man kann nochmal zuerst zurückblenden auf das Galanderrudel, auf das Gebiet vom Galanderrudel. Dort ist es so, dass das eigentlich so Zeit gegeben ist in der Bevölkerung, um sich mit dieser Situation abzufinden. Und das ist etwas Wichtiges, ob so eine Entwicklung sehr rasch abläuft oder ob die Entwicklung relativ langsam stattfindet dort. Weil, je langsamer sie abläuft, umso mehr hat die Bevölkerung Zeit, auch sich mit dem Wolf zu arrangieren, mit dieser Situation zu arrangieren. Und die sieht dann eigentlich auch, dass die Welt sich wegen dem nicht ändern tut. Und damit ist auch eigentlich die Akzeptanz, kann sich laufend entwickeln. Weil nach wie vor ist das das A und das O von der ganzen Wolfsfrage, ja oder nein. Das dreht sich alles um die Akzeptanz. Also es gibt keinen Wolf dort, wo die Bevölkerung das Tier nicht dort akzeptieren. In den kalten Mauern der Kiburg, die noch nach den Wolfsjagden in alten Zeiten schmecken, wollte ich vom Sozialpsychologen Heinz Gutschow wissen, was sich hinter der Ablehnung vom Wolf versteckt. Wir können heute erklären, dass die Wahrnehmung vom Wolf wenig damit zu tun hat, was objektiver Information von außen auf unsere Köpfe trifft, sondern viel mehr damit zu tun hat, dass wir in unseren Köpfen bereits drin haben, an Geschichten, an Mythen, an Symbolen. Und das sind eben die Negativsymbole vom Wolf. Die intuitive Wahl von Polizeigas für Schäferhunde und eben nicht für Pudel, für gewisse Einsätze, zeigt eben, dass von der Intuition her eben ein Schäferhund der Reflex Respekt eben generiert. Gibt es Mechanismen, wo eigentlich etwas, das gar nicht ursächlich verantwortlich ist, aber doch als Symbol gesehen wird, nachher von einer Entwicklung? Das ist eigentlich der Gedanke, oder? Also im Zusammenhang mit der Problematik von Stadt, Land, Berggebiet, Flachlandgebiet, verstädtertes Gebiet, mit der relativ naiven Begeisterung für den Wolf auf der einen Seite und der radikalen Ablehnung, dass der Wolf tatsächlich zu einem Symbol wird, wo es eigentlich gar nicht mehr nur um den Wolf geht oder vielleicht nicht einmal überhaupt um den Wolf, sondern es geht eigentlich um die schwierige Beziehung zwischen Flachland, zwischen Stadt und dem Berggebiet. In dem Sinn spielt der Wolf dort in dem Sinn verhängnisvolle Rolle. Wie ist es denn? Ich meine, es gibt einmal die materiellen Werte, die sind sehr einfach zu erklären. Ich habe etwas davon, ich kann Tourismus anziehen oder eben umgekehrt, der Wolf verjagt ist Touristen. Und es gibt eine ethische Ebene. Also sind ethische Werte gleich gut zu vermitteln wie monetäre Werte oder gibt es da Probleme?
ganz Haufen Leute, die jetzt nicht direkt betroffen sind, also indem sie eben nicht Schafzüchter sind, sondern einfach in den Bergen leben, vielleicht vom Tourismus, dort unterwegs sind, vielleicht Ferienhäuser haben. Bei denen geht es natürlich einfach darum, dass man Informationen über was Wölfe eigentlich machen, was Wölfe bedeutet, was sie für ein Ökosystem bedeuten, dass man das den Leuten auch klar macht. Und dass sie es auch erfahren vor der Haustür. Genau. Und dass sie eben merken, dass ein Teil von ihrer Abneigung, wo sie sagen, ja, was habe ich davon, wenn wir den Wolf haben, dass sie merken, mal, das ist ein Wert, das ist wertvoll, das ist ein Zeichen für ein funktionierendes Ökosystem, dass das möglich ist. Und es ist auch ein Zeichen, würde man sagen, von höherer Intelligenz, dass man es schafft, die Wölfe zu behalten, mit den Wölfen zu leben, vielleicht nicht hundertprozentiger Wolfschutz, aber auch nicht null Wolf in der Schweiz. Von der Psychologie zur Praxis. Im Bundesamt für Umwelt ist Reinhard Schniedrig, Biologe und Jäger und Chef von der Sektion Artenvielfalt und Waldbiodiversität, zuständig für den Wolf. Ein Gespräch mit dem Reinhard Schniedrig im Bundeshausstudio. Hat der Wolf eine Zukunft in der Schweiz? Oh ja, ganz eindeutig. Der Wolf kommt zurück, er ist jetzt da und er wird hier bleiben. Er wird nur noch mehr werden. Der Wolf kann sehr, sehr gut umgehen mit der Kulturlandschaft, die der Mensch in den letzten Jahrhunderten geschaffen hat. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr Mühe, wenn er da ist. Aber er selber findet sich zurecht. Er findet Nahrung, er findet Wald. Es gibt ja immer mehr Wald. Die Berge sind da, da fühlt er sich wohl. Und er hat überhaupt keine Mühe mit den Strukturen, die der Mensch in die Landschaft setzt, wie zum Beispiel Strassen oder ja, Siedlungen und so weiter, die da sind. Mit dem kann er sehr wohl umgehen. Also der Wolf wird bleiben. Mit dem müssen wir rechnen. Was unternimmt der Bund gegen die Angst, die ja mit den tatsächlichen Wölfen, mit der realen Bedrohungslage, die von diesen Tieren ausgeht, überhaupt nichts zu tun hat, wenn man jetzt die Erfahrungen der letzten 50 Jahre oder der letzten 100 Jahre in Europa anschaut? Gegen Angst vorzugehen, ist kein einfaches Unterfangen. Das ist sehr, sehr schwierig. Sicher ist, einfach mit mehr Wissen wird man da nicht beikommen. Ich glaube, was es braucht, ist, dass man Verständnis entwickelt, dass man zulässt, dass man zu den Leuten geht und mit ihnen aber das auch redet. Dass man dagegen nachher über die Erfahrungen versucht, Beispiele miteinander zu erleben, wie es eben doch gehen kann. Dass das gar nicht sehr viel schlimm ist, wie man meint, wie man spürt oder wie man erzählt bekommt. Werden da von den Politikern tatsächlich Gesetze über einen wirklichen Wolf draußen im Wald gemacht? Oder über eine reine Vorstellung von einem bösen Wolf, der bei den Leuten in den Köpfen und in den Büchern umgeistert? Der Gesetzgebungsprozess ist eine spezielle Sache. Also viele Leute, und vor allem die Experten und Biologen, ihr seid auch Biologen, haben das Gefühl, die Gesetze seien so rein auf einer Sachebene abgestellt, auf einer rationalen und verständnisvollen Ebene. Das ist nicht so. Ein Gesetz hat nur zum Drittel die Sachebene als Pate, als Basis. Da kommen ganz viele Weltanschauungen rein, da kommen ganz viele politische Ausmarchungen nachher am Schluss dazu. Und es tut auch das abbilden, was der Zeitgeist von einer Gesellschaft ausmacht. Und da habe ich schon das Gefühl, dass der Zeitgeist der Politik, dem Drittel Politik, also, da wäre der Wolf ein Animal Politik sozusagen. Der Wolf ist durchaus ein Animal Politik. Aber der Zeitgeist will der Wolf, die Politik, die jetzt wirkt, hat Mühe damit und sucht grosse Spielräume. Dazu gibt es Sachlichkeit und am Schluss wird die Schweiz, da bin ich sicher, wieder einen Weg finden, ganz schweizerisch, wo eine schöne Mitte darstellt, die vollzugsfähig ist. Totalschutz wird es nicht sein. Es wird ein Schutz sein, der pragmatisch ist und Handlungsspielräume öffnet. Keine Frage, kaum ein Tier sorgt für so viele Emotionen wie der Wolf. Mit was hat das zu tun? Vielleicht, weil er uns so ähnlich ist? Ähnlicher als sein Lieb ist? Weil er in vielem letztlich das Gleiche macht wie wir? Weil er Schaf tötet, um sie zu fressen? Weil er Hirsch jagt in den Wäldern. Und weil er weit herum hörbar sein Revier markiert.
Wer Wolf, wie der Stefano Pogliotto, von nachem kennenlernt, entdeckt ein Wesen, wo wie mir eine Haufen Seiten hat. Und bei diesen Bildern stellt sich die Frage, warum gilt jeder Wolf, der frei rumläuft, automatisch als eine Gefahr? Haben wir die Angst vor einem bösen Wolf echt in unseren Genen? Schaffen wir es echt als Gemeinschaft in der Schweiz, in Zukunft Frieden zu schliessen, auch mit diesem Teil von unserer Natur? Zum Schluss der heutigen Sendung ein paar einfache Fragen. Wenn ich die polarisierte Diskussion um die Wölfe anschaue, die bei den einen Angst auslöst und wo dann andere mit einem sehr engen Blickwinkel von eigenen Interessen für sich nutzen, dann macht mich das ein Stück weit ratlos. Wie kann man mit diffusen, unformulierten Angst umgehen? Wie schaffen wir es in einem Prozess mit neuen Situationen von der Wölfe in der Schweiz, der Spielraum Toleranz und das Verständnis füreinander aufbringen? Wie kann man die Anliegen von anderen verstehen und in einem Lehrprozess gemeinsam nachhaltige Lösungen entwickeln? Ich hoffe, wir haben Ihnen in der heutigen Sendung zeigen können, dass die Wölfe draussen und die wilden Wölfe im Kopf und im Bauch von vielen Menschen ganz verschiedene Wölfe sind. In unseren Netz-Natursendungen haben wir auch immer wieder unterstrichen, wie wichtig eine nachhaltige und naturnahe Landwirtschaft in den Bergen ist, um die grossartige Biodiversität in der Kulturlandschaft im Berggebiet zu erhalten. Für die grosse Mehrarbeit, die der Wolf, der Berglandwirt, bringt, braucht es zwingend Unterstützung aus dem Unterland, wo wirtschaftlich auch verstärker ist. Und es braucht vor allem den gegenseitigen Respekt zwischen den Menschen, wo jeder die Welt halt wieder ein bisschen anders sieht, die aber doch irgendwie zusammengehören in der Schweiz. Und es braucht nicht zuletzt auch Respekt vor der Natur, mit allen ihren Lebewesen, die im Ganzen dazugehören. Sonst muss man die Frage stellen, ob denn etwas wirklich noch Natur ist, wenn nur noch das darf sein, was uns Menschen genehm ist. Netz Natur sehen Sie im neuen Jahr noch viermal. Es gibt keine eingekauften Filme, sondern nur noch Eigenproduktionen. Die nächste ist am 6. April vorgesehen. Morgen am 9. Uhr die nächsten Weltverbesserer. Und jetzt gerade werden Sie bei Einstein mit Zucker vergiftet. Ganz zum Schluss noch zwei Hinweise. Auf unserer Homepage im Internet können Sie das ganze Gespräch, das Studiogespräch, das ich mit dem Reinhard Schneider, dem Chef der Sektion Artenvielfalt und Waldbiodiversität im Bundesamt für Umwelt, das auch für das Wolfsdossier zuständig ist, in voller Länge anschauen. Und als zweites eine Überraschung für all die, die sich dafür interessieren, das Netz-Natur-Team einmal bei drei Arbeiten in der Natur zu begleiten. Alle die Informationen finden Sie auf unserer Homepage auf www.srf.ch/netznatur. Das war's für das Jahr. Dankeschön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Das ganze Netznatur-Team wünscht Ihnen bis zur nächsten Sendung im April von Herzen alles Gute. Adieu miteinander.